Hallo Fans, hier ist Propa. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Minecraft Zoo. Ich sitze gerade hier bei 40 Grad im Schatten vor dem Bildschirm und harre auf Dinge, die da kommen sollen. Der Plan ist also folgender. Wir haben hier ein paar Leute getroffen, die mich beschützen wollen. Ich soll 3 Bodyguards bekommen, damit ich den ersten Tag überlebe. Ja, die müssen mich beschützen. Am ersten Tag ist ja an für sich ein Friedenstag, aber es gibt Zombies und wer kommt noch? Wie, wenn ich runterfalle? Wenn ich von oben runterfall, verliere ich auch mein Leben. Und die Schlechten unter uns, die können mich auch anzünden. Wir geben denen gleich meine Koordinaten, damit die mich immer finden und dass sie mich dann auch beschützen können. Der Server öffnet in 60 Sekunden. Aha, wir landen jetzt gerade. Sitzen alle im Flugzeug und landen. Seid ihr noch in der Luft? Ach, es dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Also noch sind wir gemütlich am Fliegen. Was habt ihr dann für einen Piloten? Unge. Ich glaube, das wird der zuverlässigste. Ja? Dann wird er ja auf die Erde zurückkommen. Ihr wisst doch, es ist noch nie einer oben geblieben. Oh, Propa, ich sehe dich. Hallo? Ja, hallo, ich sehe dich. Ich bin 2 Reihen vor dir. Hallo. Ja, ach, das bin ich. Ach so, mit Bart, das bin ich. Müsst mir aber sagen, wenn wir unten sind. Null, alles Nullen. Was bedeuten die Nullen? Ich hab keine. Und ihr seid alles Nullen. Ja, wollt ihr nicht langsam auf die Erde zurück? Habt ihr noch keine Landeerlaubnis? Nee, noch nicht. Wo landet ihr denn? Das wissen wir noch nicht. Unser Flugzeug ist außer Kontrolle geraten. Wir befinden uns über einer verlassenen Insel und werden dort eine Notlandung versuchen. Der Sinkflug ist fast beendet. Land ist in Sicht. Ja. Was? Oh. Wir werden nun die Notlandung versuchen. Es kann zu Komplikationen und Explosionen kommen. Hey, lass es zusammenfinden. Wie durch ein Wunder haben alle Passagiere den Crash überlebt. Da. Opa, wo bist du? Hier. Ich hab ihn gefunden. Ah, Opa, okay, jetzt wir laufen zusammen. Nicht ins Feuer laufen. Ja. Okay, jetzt kannst du losgehen. Wo wollt ihr denn hin? Erstmal Holz abbauen. Wer ist das? Hier können wir ein bisschen Holz sammeln, Opa. Ah, der Weihnachtsmann. wir sammeln jetzt Holz. Hier, Opa, komm mal, ich hab den Schwert gemacht. Hier. Also. Jetzt habe ich ihn schwer. So, jetzt kriegen wir Fichtenholz, das geht aber langsam. Ich könnte ja, Steine. Ja, ich bin noch am Arbeiten wie ein Bekloppter. So. Habt ihr Holz genug? Ich glaube erstmal schon, ja. Ich muss auch sammeln. Die nächste Order hinterher? Ich baue noch ein bisschen Stein ab, dann können wir laufen. Okay, holen wir uns einen. Oh, ja, eine Axt. Willst du auch einen haben? Brauche ich eine? Da kannst du Holz schneller abbauen. Ah, danke schön. Gerne. Ist angekommen. Perfekt. Ja. Klappt ja wunderbar. Da kommt der Weihnachtsmann wieder. Genau. Premix. So, seid ihr bald fertig? Oh, 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 oh. Das sind, Monster. Sind die gefährlich? Ja, Monster sind gefährlich. Zumi, ich hab einen Enderman hinter mir. Multi. Lauf ins Wasser, lauf ins Wasser. Premix. Soll ich dir jetzt folgen, Premix? Premix, lauf mal so, dass Propa nicht in die Enderman-Richtung läuft. Okay, alles klar. Das ist auch ein gefährlicher? Nee, dem kann ich auch folgen, ne? Das Einzige, was doch essen. Ja, wenn ihr essen wollt, müssen wir ein Schwein schlachten. Oder fast. Wo wollt ihr hin? Wir wissen es nicht genau. Wir folgen einem anderen Teammitglied. Mal schauen. Wir kommen jetzt zu dem ganz großen Team, das wir gerade in TeamSpeak quasi, mit dem wir geredet haben. So bin ich immer noch hinter dir, ne? Jetzt einfach weiter, immer weiter. Warte. Mein Gott, die enden am Ende. Warte, ich das Achtung. Achtung, hinter dir ist noch einer. Wo bin ich jetzt? Im Kaktus. Propa? Ja. Propa, kannst du mir ins Boot und ihr könnt zusammen fahren, okay? Einfach ja, zu mir kommen. Ja. Und dann machst du mal Rechtsklick darauf, wo ich gerade bin, sonst, okay? Yes. Ja, und jetzt auf Rechtsklick auf mein Boot. Ah, bin ich jetzt mit am Boot? Genau, ja, du bist mit mir auf dem Boot. Aha. Wo wollt ihr mit mir hin? Wir suchen eine neue Insel. Eine neue Insel, weil die eine ist zu gefährlich, wo wir gestartet sind, weil da sind ganz viele Gegner, die uns... Oh, wo kommen wir hin? So Fans, wir sind jetzt auf einem Boot. Wir machen eine kleine Bootstour. Ich weiß nicht, wo sie hingeht, aber... Sich überraschen, Propa. Wir sind gleich am Ufer, glaube ich. Ihr wollt ja was zu essen besorgen.
Ich weiß nicht, also hier ist schon sehr viel weggefarmt, also ob wir nicht weiterfahren sollen. Komm, hier ist schon jemand. Ja, weiterfahren also ja, Moment. Ach, wir haben Propa, stimmt, wir haben Propa im Projekt. Da möchte ich doch tatsächlich doch mal kurz reinschauen. Die sind mir alle so rappelig. Hier, Propa, wir gehen zurück ins Boot. Ja, genau, nein, fast. Okay, Propa versucht gerade hier hochzuspringen aus dem Wasser. Muss auch gerade auslaufen dabei. Er hat's geschafft, nice. Und jetzt rechtsklick auf meinen, umdrehen. Alter, was für ein geiler Skin, Alter, Schwede. Und auch hier mit dem Ehren-Propa-Merch. Unge spectatet uns gerade, ne? Okay, da fahren wir jetzt weiter, oder was? Ja. Was ist das? Ich hole ganz kurz was. Bleib einfach hier drin sitzen, ich hole nur kurz Zuckerrohr. Zuckerrohr ist das? Ja. Ah, genau, Zuckerrohr, Süßholz. Ja, oh. Ja. Alles abgearbeitet. Dann und? Weiter? Da stehen noch. Oh, Zuckerrohr habt ihr vergessen. Ja, genau. Lass am besten das Buch mitnehmen. Bin ich ausgestiegen? Ja, bist du. Jetzt einfach wieder mir folgen. So. Wieder mir folgen. So. Was ist das Sound? Was ist das denn? Das ist ein Hatalui hier hingesetzt. Ja. Genau, mir einfach folgen. Oder uns einfach folgen. Komm, Lotte, wir laufen weiter. Da sind ja alle drei jetzt. Nicht? Schön durch die Blumen. Wir gucken jetzt einfach, ob wir irgendwas finden, was wir brauchen können. Und Essen brauchen wir sowieso. Jetzt mir hinterher. Problem ist, ich bekomme Hunger, aber ich kann nichts essen wegen den Lecks. Hört mal, wenn ihr Hunger habt, geht doch nach McDonald's. Findet ihr den nicht? Was sammelt ihr da ein zum Essen? Pilze, dann können wir daraus später Suppen machen. Pilze? Ja. Aha. Das ist die echte mit Lava. Remix. Das ist der Abschluss. Hallo. Hallo. Ja, der Weihnachtsmann. Gut, ich habe noch keinen einen Pilz gesehen. Wir sind auch hier hinten. Ich sehe Repix Eiferstein, die haben Lava-Eimer. Okay, weg hier, wir müssen weg von denen. Okay, Proba kommt mit. Die Proba laufen ja alle durcheinander. Genau, wir müssen einfach mal hinterherlaufen. Ich habe einen Weizen-Seed. Halt vom Baum hier laufen. Wo denn? Ja, ich bin wieder draußen. Wo laufen sie denn? Wir sind auch gerade ausgelaufen. Schon wieder vom Baum. Ich glaube, ich brauche eine neue Brille. So, jetzt kannst du durchlaufen, alles gut. Jetzt einfach mir folgen. Leute, wartet noch. Ja, ich folge ja. Wo sind sie denn? Ich bin vor dir hier. Nee, ihr seid nicht vor mir, habt euch versteckt. Nee, es leckt gerade, der Server leckt gerade. Oder seid ihr gerade am Essen? Jetzt seid ihr wieder da. Der ist schon ganz aufgeregt. Der springt so rum, der muss nicht essen, der muss auf Toilette. Sollen wir weiter? Ja, nee. Sollen wir durchs Wasser? Da vorne ist halt auch wieder ein Boot, ne? Propa steigt mal in dein Boot, klickt mal rechtsklick auf sein Boot. Ja. Ah ja. Jetzt rudern wir wieder. Genau. Okay, wo seid ihr? Ich hatte gerade eine kurze Konversation. Hier ist Propa, hi. Hier ist Orange. Der war mit auf Klassenfahrt, der jetzt dazu gekommen ist. Aha. Hier ist ein Creeper. Ja, noch weg. So wie es leckt. Wo ist Propa? Hallo. Also, bleib mal kurz bei Propa, wir holen die Tiere dann ganz kurz. Oh. Wo ist Spawn? Das war ein Pilz, ne? Ja, das war ein Pilz zum Beispiel, genau, so sehen Pilze aus. Ich hab gedacht, das wäre der Premax. Das ist ein Creeper, geh weg davon, das ist ein Creeper. Propa, einmal mitkommen, ganz schnell. Da ist ein Creeper. Oh, Zombies. Egal, ihr könnt. Jetzt alle bitte in den Channel, ja, wir müssen in den Channel kommen. Propa, komm dann am besten. Warte, wir bauen dann mehr hinzu, damit wir nicht sterben. Also folgendes: Ihr seht ja, es ist heute einiges schiefgelaufen. Durch die Lags und durch die Angriffe sind halt einfach Kettenreaktionen entstanden, die dann für andere Spieler Vorteile und für andere Spieler Nachteile bedeuten. Das heißt, ich vermute, es wäre für den Großteil der Spieler das Sinnvollste, wenn wir morgen einen Clean-Start machen. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Tut mir leid, dass heute schiefgelaufen ist, aber viel Glück morgen dann zum zweiten Start von Suche 2. So, Fans, das war die erste chaotische Folge von Minecraft Zoo. Und so, wie wir das gerade gelernt haben, war alles für die Katz. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ihr könnt ja mal einen Kommentar da lassen, ob euch das Ganze gefallen hat. Vielleicht kann ich das morgen dann nochmal probieren. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Und tschüss!